bisschen früher zurück, dass wir keine Probleme kriegen. Ach nee, da könnten wir schnell noch... Moment. 3 Diamanten mitnehmen. Habe ich keine mehr? Was? Ah doch, 3 Diamanten. Da. So. Unsere letzten 3. Verdammt. So. Und zurück. Und der Mond geht schon wieder auf. Da sieht man die Strahlen über den Horizont, über den Bäumen emporsteigen. So. Zacke, 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 zack. Ach, das ist eine Nyan-Cat. Eine Nyan-Cat. Ich bring dich um. Ach, jetzt ist der Hund natürlich nervös, weil wir vorhin... Na, super. So, jetzt gehen wir mal da runter. Ne, wir müssen erst ich häng fest. Ich häng fest. So. Da, so. Und dann Diamant, Diamant, Diamant. Und dann da, so. Und da, so. Und dann gucken wir mal, was man für 17 XP schon kriegt. Vielleicht kriegt man schon Silk Touch mit ein bisschen Haltbarkeit. Ja, habe ich eingepackt, so. Dann gehen wir runter, da wurde man ja auch schon fast in den Duft gesprengt, da unten. Huch. So, und da seht ihr, da haben wir diesen Mod drin, diese Mod meine ich. So, jetzt kommen wir hier, Behutsamkeit. Da sind wir gerade mal bei 8, ne? Dann können wir noch Haltbarkeit. 1, dann haben wir 12, was ist Effizienz? 1, was haben wir dann? 15, Haltbarkeit 2, 21, wenn ich die Effizienz zurückmacht, haben wir 18. Ach komm, machen wir mal so. Ja, machen wir das so. Und wie, ach so nehme ich das jetzt. Genau, so. Das können wir jetzt mal kurz da unten testen. Moment. Ich mach gerade mal hier eine Fackel hin. So. Juhu, jetzt kriegen wir hier... Toll. Cool, jetzt kriegen wir unsere Cleanstones, die wir ja für die ganzen Hafensachen noch mehr als genug brauchen werden. Cool. Damit mache ich natürlich nicht alles. Aber vieles jetzt erstmal. So, und ich hab echt, ich hab bestimmt, boah, ich hab, keine Ahnung, ich hab 20 Spitzhacken verzaubert und dann habe ich es einfach aufgegeben, weil von diesen 20 Spitzhacken, also in einer anderen Welt, in einer Dingswelt, guck mal, jetzt haben wir schon wieder 30 Cleanstones, cool, in einer anderen Welt eben, habe ich es nur ausprobiert, da habe ich Spitzhacken verzaubert, habe mir dieses Achievement-Flächen da mal, also diese Experience Points Flaschen da genommen, habe mich damit vollgeworfen, habe also rumgecraftet und alles mögliche und ich habe bestimmt über 20 Spitzhacken verzaubert und davon war keine einzige, aber keine einzige ist davon mit Sleep Touch gewesen. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn ich schon 20 Spitzhacken verzauber und davon, also das ist ja wirklich eine Chance, also 100 zu 1 oder sowas, dass du es hinkriegst, sowas zu verzaubern. Uah, was hier wieder los ist. Verdammt. Können wir gleich den nächsten Pünktchen holen. So. Auf zum Hafen! So, weil jetzt will ich gerade noch den einen, noch ein bisschen das weiterziehen, dass er so ungefähr, dass man ungefähr sieht, wie weit es geht noch. Hier kommt noch ein Zaun hin. Ich habe das ein Skelett gehört. So, Moment. Ah, guck mal, wer da kommt. Der Maxi. Nein, jetzt nicht, Maxi. Jetzt, nein, jetzt nicht. Mach Platz. Nein, Maxi, mach Platz. Na los, Platz. Platz. Na fein. Bist ein feiner Hund. Zugucken darfst du, aber nicht stören. So. Da segelnde Spinne ab.
Zaun. Huch. Und hier, da müssen dann auch noch die rein, weil da, das gibt dann so eine kleine Nische, habe ich mir überlegt. Moment. Da machen wir dann, machen wir die wieder rein. So. Haben wir noch Holz? Haben wir noch. Traumhaft. So. Und dann gehen wir 1, 2, 3, 4. Aua. Da muss auch noch. Da seht ihr, wie viel von diesen Cleanstones wir verbrauchen würden, bis wir das hier alles aufgefüllt haben. Deshalb ist jetzt so ein Silk-Touch-Ding ganz gut. So. Und da oben, das wird ja alles anders hier oben. Das wird ja alles anders. Ich weiß noch nicht wie, aber es wird alles anders. Denn auch hier wird, das hier kommt auch weg. Da können wir die hier nehmen. Das kommt auch weg. So. Da, da, da. So, das kommt nämlich hier so hoch. Na, na, na. Berühr da nicht. Aua. So, so. So, das müssen wir dann alles mit Cleanstones ausbessern. Das, hier kommt nämlich auch alles. Es wird hier alles, das wird alles anders. Da müssen wir dann Cleanies holen. Da bräuchten wir dann quasi davon noch einen Haufen, wie gesagt. So. Da hätten wir jetzt mal den eigenen Eingang noch ein bisschen offen lassen können. Aber ich will das jetzt hier noch nicht komplett aufreißen, weil ich hier ab und zu mal noch vielleicht schlafen werde. Nee, aber... Und hier irgendwo kommt dann der Haupteingang hin, nach da unten. Und dann geht eine riesen Treppe von links nach rechts, links und rechts runter. Habe ich so ein Bild im Kopf. Ups. Also hier geht es dann auf jeden Fall so nach oben. Oder da fliegt ein Zaun drin rum. Den holen wir uns mal. So. Wie wir das? Ich weiß es nicht so richtig. Also hier kommt auf jeden Fall eine Treppe hoch. Da haben wir sie mal, können wir mal ansetzen. Treppe, Treppe, Treppe. Eine richtig schöne breite Treppe. Und die geht. Ja, so, so weit. Moment. So. So, hier geht die Treppe hoch. Habe ich noch Erde? Ja, habe ich noch, habe ich noch. Müssen wir dann unten alle, noch alles ausfüllen mit Erde und so. Aber ich habe eh nur noch eine Treppe. Nur, dass man mal so eine Richtung hat, wo es hingeht. Und das geht dann alles so auf diese Ebene hier hoch. Oder sagen wir mal auf diese Ebene. Ja, so, also drei Treppen geht es hier hoch. Und quasi noch eine Stufe und dann nach da vorne. Und dann kommt hier ein riesengroßer Eingang hin, der so mit Holz und so Slabs und so alles veredelt wird. Aber da haben wir noch einiges vor.
da haben wir noch einiges vor. So. So, und deshalb mache ich hier nämlich auch so eine Nische rein, weil wenn ich die Wand von unten bis nach oben nur mit Dings machen würde, würde es, glaube ich, komisch aussehen. Wenn das nur Pflasterstein wäre. Eine ganze Lage nur Pflasterstein. Ich glaube, das wäre nichts. So. Und das mit dem Baumstämmen zieht sich halt durch den ganzen Hafen quasi. So. Und hier kommt Kople hin. Und wie gesagt, der Berg wird alles noch ausgehöhlt. Da kommt dann noch ein Feature rein und so. Aber das habe ich noch nicht so richtig hingekriegt. Da weiß ich noch nicht so genau, wie ich das handhaben soll. Also, kann ich, so viel kann ich ja sagen, kommt so eine Schlachterei soll da reinkommen in diesen Berg. Von allen möglichen Kreaturen. Und ich habe mir so versucht, so ein paar Schlachtdinger zu machen, dass dann quasi auch das Fleisch schon geputzelt, also wenn das Schwein geschlachtet wird, kommt hinten das Fleisch schon geputzelt raus. Da gibt es ja auch schon diverse Anleitungen und so, wie man das hinkriegt. Aber ich habe das dann noch, ich wollte es ein bisschen anders haben. Hab's noch nicht so ganz hingekriegt, aber es wird. Also ich glaube, das kriege ich irgendwie, kriege ich es schon noch auf die Reihe. Und es wird dann extrem cool. So. Und dann gibt's dann, und hier ist quasi so der Lagereingang von dieser Schlachterei. Da geht es nämlich dann hier, das wird eine riesengroße Halle hier, da kann ich euch schon mal auf was vorbereiten. Da wird's, ne, das wollte ich ja mit dem abbauen. Das wird eine riesengroße Halle. Das wird noch Spaß machen, das da hinzubauen, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber es wird auch cool dann. Und da werden dann Kühe in Lavaströme getrieben, die verbrennen dann und unten kommt dann schon fertig geputzeltes Fleisch raus und Schweine, die müssen dann auch irgendwie in den Lavastrom reingetrieben werden. Und die Hühner das auch. Und das funktioniert auch noch nicht so. Deshalb, ich habe da rumexperimentiert. Das kann ich ja erzählen. Ich habe rumexperimentiert mit Hühner zerquetschen und so. Und es gibt wirklich schon sehr viele Ideen im Internet, wie man so Hühner schlachten kann und so. Aber mir hat noch keine so richtig gut gefallen. Also ich habe noch keine gefunden, wo ich gedacht habe, so geil, die ist es jetzt. Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ups. 8, 9. Und hier müsste dann der Pfosten hin. Nicht wahr? Cool, jetzt sieht es ja schon grau. Geil. Ich finde es cool, wenn es so die Farbe ändert. So. Dann hauen wir hier das hin und das hin. Ich darf die Aufnahmen wieder nicht so lang machen, sonst habe ich wieder zu viele Folgen und komme dann gar nicht hinterher, weil ich dann bei Minecraft geht es immer so schnell. Da hast du ruckzuck dann mal 7 Folgen oder sowas. Und wenn du das dann zweimal in der Woche spielst, dann hast du quasi für 2 Wochen Minecraft frei. Und dann ist es aber auch immer schwer, wenn du 2 Wochen nichts gespielt hast, dann da wieder reinzukommen, was du machen wolltest und was überhaupt war in der letzten Aufnahme. Und deshalb ist es bei Minecraft immer, aber ich will halt jetzt auch nicht nur ach scheiße. Boah, ich will jetzt noch eine Glücksspitzhacke. So. Ne, deshalb würde ich auch gern 20 Minuten Parts hochladen. Dann kannst du auch mal eine längere Aufnahmesession machen und kriegst dann trotzdem so 7 Folgen raus oder so. Und ja. So muss ich das immer so kleinstückeln, zu kleinstückeln. Das gefällt mir selbst nicht.